keinen Bock, jetzt ein zweites Mal zu verkacken. Ich hab ihn. Werde ihn jetzt festnehmen. Nee, ich hab ihn noch nicht. Noch nicht. Junge. Wieder weg. Verdammt, ich kann schon noch verkacken, er war direkt hinter mir. Was ein Idiot! Fetter da ist gerade rein. Ey, warum bremst du ab? Geh doch weg, ey. Du bist ein bescheuert. Du musst gar nicht wissen, ey. Ja, und da zieht ihm gar nichts ab. Ja, was mit deinen Ekelsnase. Was war das denn jetzt? Oh, fick dich doch. Und wieder in der letzten Minute passiert mir wieder der gleiche Scheiß. Warum? Warum muss mir das passieren? Ey? Vor allem ist das so scheiße. Komm, holt mal ihn ein, schon bremst ab und schon hat man verkackt, wenn man ihn reinfahren will. Junge, komm her. Du willst es doch. Und ich will es auch. Ach komm schon! Nein! Fick dich! Total Idiot, ey, wieder. Fick dich! Fick dich, Rosa! Ich mach's jetzt nochmal offline. Ich hab keinen Bock mehr. Und was ist jetzt? Ja, noch ein neues Fahrzeug. Mercedes, ja, ja. Na cool, sieht immer Hammer aus, aber jetzt will ich nochmal neu machen. Hallo? Nochmal machen? Ne, kein Bock, mach ich später. Zwei miteinander abzukacken, habe ich gar keinen Bock drauf. Okay. Schnell eingesetzt. Okay. Was kriege ich für einen Wagen? Oh, ich kann den direkt auswählen. Nehme ich mal. Tageszeit 19 Uhr, Wetter sonnig und eine Windmühle im Hintergrund und Weizenfeld und Gegend und Schrott und was auch immer. Ja, weiter geht's. Der Wagen sieht geil aus, muss man sagen. Trainingsübung, ja, fick. Ja, fickt euch schon mit eurer Trainingsübung. Wie viel wollen die noch machen? Ich habe schon genug Trainingsübungen gemacht. Oh ne, jetzt krieg ich wieder Kollisionsabscheiß. Ein bisschen abgehoben haben, das habe ich gesehen. Nein, 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 nein. Ah. War doch gerade so geil der Drift und dann bam, fahr ich irgendwo rein. Dann sag ich nur eins zu. Fick dich, Auto. Ja, fick dich. Fick dich, Auto. Fick dich, Wand. Oh, ich sehe schon was Geiles da vorne. Dieser übelste Rundkurs. Oder diese runde Scheiße. Hoffentlich kann ich dann übelsten Drift draus machen. Komm schon, bitte, jetzt kommt. Weh, jetzt kommt ein Gegenverkehr. Das ist der richtige Scheiße. Ja, der geilste Drift ever. Oh, das ist immer geil. Einfach geil. Das war scheiße. Einfach nur scheiße. Naja, und außerdem die Rennen, die ich in den letzten Parts gemacht habe. Ich glaube, wo ich übelst verkackt habe und total ausgerastet bin.
Die habe ich jetzt nicht nachgeholt, die werde ich dann irgendwann später, wenn ich das Spiel beendet habe, irgendwie offline noch zu Ende bringen und ja, oder kurz vorm Ende irgendwie. Irgendwann später mal gucken. Hab keinen Plan. Ja, daraus könnte ich auch einen besseren Drift machen können, aber nee, hier ist mal wieder ekelhafter Gegenverkehr. Ich merke schon, ich verkacke wieder. Denn ich erreiche das Ziel wieder nicht. In der vorgegebenen Zeit. Im Gegenverkehr fahren kriege ich noch. Ne, kriege ich nicht. Verdammt. Oder? Ich kann es schaffen. Ich hab's geschafft, ja. Was ganz Neues. Fortfahren. Ja, aber kein neuer Wagen. Schade. So, jetzt machen wir Raser. Zeitfahren. Oh. Machen wir mal direkt. Den können wir nehmen. Will ich aber nicht nehmen. Aber wir müssen ihn nehmen, verdammt. Oh, so sieht er geil aus. Im Grün. In so einem ekelhaften Bleich hellgrün. Oh, Tageszeit 9 Uhr, Wetter sonnig. Fortfahren. Mal gucken, wie er sich fährt mit der Wagen. So, verdammt. Ja, direkt um die Gegend fahren. Das erste, was man machen kann. Irgendwie kommt mir der Wagen ziemlich langsam vor. Obwohl, ich kann im Handzeige gesagt was anderes, aber. Oh, Nitro hinterhauen und schon wird er schnell. Okay, ich nehme alles zurück. So. Oh ja. Wie geil. Ey, das sieht doch so geil aus, ey. Gerade eben. 10 Sekunden. So ein geiler Ausblick über die ganze Insel, über die Küste. Boah, das sieht so geil aus. Gib Gas. Okay, Tunnel. Oh, dann kriege ich keinen Augenkrebs wegen den Blinken und den Sirenen. Nein, ich will es schaffen. Hab keinen Bock und ich hab's geschafft. In letzten Millisekunden. Komm schon, ich will ein neues Fahrzeug. Natürlich kriege ich keins. So, jetzt machen wir wieder Raser, weil ich gerade Bock drauf habe. Oh, und die Strecke sieht mal richtig lang, weil auch irgendwie richtig geil aus. Turbo. Mal wie Turbo. Die Cops sind uns in jeder Beziehung ebenbürtig, aber in einem Punkt sind sie uns unterlegen. Speed, deine Wagen sind mit dem Turbo-System ausgerüstet. Aktiviere den Turbo und innerhalb weniger Sekunden wird er deinem Wagen einen raketenähnlichen Beschleunigungs- und Tempokick verschaffen. Das System ist nicht sehr ausdauernd. Du hast im Rennen nur wenige Versuche, es zu aktivieren. Viel Glück. Egal. Ja, deswegen diese geile lange Strecke, die man hat. Und ja. Geil, den Wagen nehme ich auf jeden Fall direkt. Und zwar in obwohl, die Farbe ist geil. Tageszeit 12 Uhr und Wetter sonnig. Ah, schönes Wetter. Im Gegensatz zu hier, bei mir Regenwetter, alles bewölkt und bei.
Alles feucht. Und nass und was auch immer. Cool, jeder hat einen Lamborghini. Oh. Geil. Ein Lamborghini verfolgt ein Lamborghini. Das passt doch. Oh, ich habe 2 Störsender und 3 Turbos. Nee, lass mal, ich hab keinen Bock anzuhalten. Ihr benötigt, kriegt ihr aber nicht. Oh nee, lass mal. Oh, ich sehe schon die Lücke. Natürlich. Oh, ey, wie bekloppt kann man nur sein? Ich bin so blöd. Ich fahre die Straßensperre, aber was dann? Ich fahre gegen den Mann. Ja, komm, mach die Typen platt. Ey, der Turbo braucht doch mal richtig lange. Nagelbahn Stufe 3. Die Typen wurden direkt. Komm schon, Turbo. Ich brauch Turbo. Wow, wie geil. Was ist die Maus, ey? Boah, vor allem die Soundeffekte. Ich dachte so. Und dann BAM. Ich dachte, irgendwie haben wir alles am Arsch jetzt. Und ja. Oh, wie geil. Oh, jetzt braucht der Turbo irgendwie nicht so lange. Hat jetzt gleich mal eine lang. Okay, jetzt wieder. Ey, wie geil das anhört, ey. Richtig, richtig geil. Boah, wie ich an dem vorbei rase mit über 300 km/h. Ist aber richtig, richtig krank. Oh, hier müsste man das machen. Aber jetzt habe ich nichts mehr, verdammt. Oh, wie geil. Ja, nicht nur versucht. Einsatzbereit, aber jetzt habe ich keine lange Strecke, deswegen lass mal. Aber da vorne kommt jetzt einer. Ich sehe es schon. Störsender. Jetzt geht's ab, ey. Ja, aber ich glaube, die werden es demnächst auch haben, die Polizei. Ja, scheiße. Was war das denn? Ah, ja, klar. Ich bin nicht Zweiter. Jetzt wieder erster. Turbosystem offline. Oh, das hört sich so geil an, das Turbosystem. Aber die Polizei ist wette, irgendwann später am Ende wird die Polizei es auch haben. Sind so geliefert, die Typen. Noch 4 Kilometer. Nein, und ja, direkt benutzen. Ja, okay, ich wurde nicht erwischt, zum Glück. Oh, Gegenverkehr. Scheiße. Verdammt, ich komme gar nicht klar im Gegenverkehr.